wo ihr dann nachher alles ablesen könnt. Was ihr genau ablesen könnt, erzähle ich euch auch gerne nochmal zum Schluss. Einmal die Spannung von der Zweitbatterie und einmal die Spannung von der Starterbatterie. Auf Anhieb wird es eh nicht passen. Und dann zeige ich euch nochmal, was das Teil überhaupt kann. Das hat mich selber sehr überrascht, weil, falls ihr nicht genug von mir kriegen könnt, dann könnt ihr mal bei dem Kanal... Hallihallo Freunde, worum es heute geht, seht ihr wahrscheinlich eh schon im Titel, und zwar Batterieüberwachung. Manche haben mich einfach schon gefragt, woran siehst du eigentlich, dass deine Batterie leer ist oder woran machst du das fest? Meistens habe ich einfach geantwortet, dass ich eben ein Spannungsmesser drin habe und da gucke ich drauf. Wenn dann eben dementsprechend zu wenig Spannung da ist, dann mache ich die Gerätschaften aus oder die Geräte gehen von selber aus, weil sie einen Unterspannungsschutz haben. Aber das Ganze ist natürlich nicht das Optimalste, was man machen kann. Und heute möchte ich euch einfach mal den Batteriecomputer von Votronic vorstellen. Das ist jetzt die 100 Ampere Version, die gibt es noch in 200 Ampere und 400 Ampere. Und was ganz wichtig dazu sagen ist, ihr braucht nichts Besonderes. Ihr braucht keinen besonderen Solarladeregler. Also ihr könnt einfach euer System, was ihr in eurem Bus habt oder Van habt oder wo auch immer, könnt ihr nutzen und den zusätzlich anschließen. Denn dieses Package beinhaltet einen Messshunt. Darauf möchte ich gar nicht so viel näher eingehen, weil das wäre blöde Theorie, das will keiner hören. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, das könnt ihr in jedes System einbinden. Zum Abschluss zeige ich euch natürlich auch noch, wie ihr das Ganze anschließen müsst. Also bleibt auf jeden Fall dran. Zunächst schauen wir mal, was ist in dem Karton überhaupt drin. Als allererstes haben wir eine 5 Meter lange Telefonstrippe dabei. Die verbindet das LCD-Panel mit dem Messschand. Dann haben wir eine dicke, fette Masseleitung und natürlich den besagten Messschand. Und natürlich den Batteriecomputer selber, wo ihr dann nachher alles ablesen könnt. Was ihr genau ablesen könnt, erzähle ich euch auch gerne nochmal zum Schluss. Damit ihr auch alles sauber befestigen könnt und anbauen könnt, ist noch eine Bohrschablone dabei und natürlich die Betriebsanleitung, die auch ganz wunderbar funktioniert. Ich habe das Ganze natürlich schon getestet, aber jetzt wollen wir das Ganze auch mal anschließen und ich zeige euch, wie das funktioniert. Ich habe das Ganze jetzt schon mal vorbereitet und wir gehen von links nach rechts. Links seht ihr dann das dicke Massekabel hier auf dieser Seite und ihr könnt auch sehen, dass hier extra Battery dran steht. Das heißt, es ist auch wirklich wichtig, warum ihr den Messstand anbaut. Das ist eigentlich wirklich das Wichtigste, worauf ihr achten müsst. Und zwar, wie schon gesagt, hier kommt die Batterie ran, hier das schwarze Telefonkabel, das ist das LCD-Bedienpanel und die beiden Kabel symbolisieren einmal die Spannung von der Zweitbatterie und einmal die Spannung von der Starterbatterie. Das heißt, ihr könnt beide Spannungen überwachen und könnt euch auch anschauen, wie es eurer Starterbatterie geht. Und die rechte Schraube, die hier jetzt noch frei ist, die muss dann mit der Karosserie verbunden werden. Und all eure Verbraucher müssen dann auch an diese Schraube bzw. an die Karosserie. Weil hier darf jetzt kein Verbraucher mehr dran liegen oder auch nicht an der Masse von der Batterie. Und um das Ganze jetzt nochmal in Funktion zu zeigen, gehen wir nochmal ab in den Bus und wir sehen uns gleich nochmal wieder. So Freunde, es sind ein paar Tage vergangen und das Teil liegt immer noch hier leider so schäbig rum. Das soll natürlich geändert werden und ich will das hier hinten genauso wie meine anderen Bedienteile in meinen Schrank einbauen. Das Problem ist allerdings, dass der kluge Nino, der hat die Schablone, die Bohrschablone, die dabei liegt, leider entfernt. Das heißt, wir müssen das jetzt irgendwie so hinkriegen, aber ich denke, das schaffen wir schon. Das ist ja eigentlich nur ein Viereck rausschneiden. Also auf geht's. So, ich habe mir das jetzt mal so ein bisschen angezeichnet. Die Ecken müssen natürlich nicht ausgesägt werden, weil da müssen die Schrauben rein. Schauen wir mal, ob ich alles richtig gemacht habe. Schauen wir mal. Auf Anhieb wird es eh nicht passen. Sage ich ja. Aber lieber ein bisschen zu kleines Loch, als jetzt viel zu groß. Also nochmal ein bisschen nachsitzen. Tada! Ja, passt. Cool. Also jetzt das Ganze noch aussaugen, weil ich natürlich zu faul war, um das draußen zu machen, habe ich es jetzt hier drin gemacht. Und dann noch festschrauben und dann zeige ich euch nochmal, was das Teil überhaupt kann. Könnt ihr jetzt sehen? Och nö! Jetzt kommen wir mal zum wichtigen Teil. Warum habe ich das Teil überhaupt und warum sieht das so verdammt schräg aus? Und zwar sieht das so schräg aus, weil nicht das Teil schräge ist, sondern das Teil ist super schräge. Aber davon mal ganz abgesehen, was kann das Teil jetzt genau? Der Sinn hinter der ganzen Geschichte ist, dass ich komplett meine Zweitbatterie darüber überwachen möchte. Und natürlich auch, was kommt an Strom rein und was geht an Strom raus. Das heißt, alles, was jetzt über meine Zweitbatterie läuft, wird jetzt überwacht und gemessen. Als allererstes haben wir die Spannung von der Bordbatterie, also von der Zweitbatterie, denn ihr könnt auch noch die Starterbatterie anschließen
Und die ist jetzt momentan bei mir nicht angeschlossen. Das werde ich aber auf jeden Fall noch machen. Das ist halt ein Kabel ziehen zum Messstand hin, so wie ich es am Anfang erklärt habe. Als nächstes könnt ihr hier noch sehen, wie viele Stunden hält meine Batterie noch in dem Zustand, wie es jetzt gerade ist. Bei mir steht da jetzt gerade gar nichts. Das hatte ich auch noch nie. Aha, 700 Stunden. Das ist natürlich, weil jetzt momentan ist einfach gar kein Verbrauch da. Ich habe nichts angeschlossen, es läuft nichts. Also hält die Batterie auch quasi ewig. Der nächste Punkt ist die Prozentanzeige der Batterie. Also meine Batterie ist momentan zu 100% geladen. Das entspricht 100 Amperestunden, das steht hier auch drauf. Hier fragt der eine oder andere sich jetzt vielleicht, was ist, wenn ich eine andere Batterie habe oder mit mehr Kapazität? Da ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das von Anfang an einstellt. In der Betriebsanleitung steht das ganz wunderbar, Schritt für Schritt, wie ihr das einstellt, welche Batterie ihr habt, wie viel Kapazität eure Batterie hat. Ist es eine Gel-Batterie, ist es eine Säure-Batterie? Da gibt es eine Tabelle und dafür gibt es den dementsprechenden Code, welche Batterie ihr in eurem Auto verbaut habt. Als nächstes sehen wir jetzt, was für mich sehr, sehr interessant ist und vielleicht für euch auch. Wie viel Strom verbrauche ich gerade in dem Moment? Und wie viel Strom kommt rein, beziehungsweise lade ich gerade über meine Solaranlage auf oder nicht. Hierfür möchte ich mal ein ganz konkretes Beispiel geben. Die minus 0,1 Ampere heißt jetzt, irgendwo ist ein bisschen Leckstrom, sag ich mal. Aber ich möchte euch mal ein konkretes Beispiel zeigen. Ich werde jetzt mal meine LEDs einschalten hier über meine Fernbedienung. Und dann könnt ihr mal sehen, was für proper LEDs sein können. Kleinen Moment dauert es. Jetzt steht hier minus 2 Ampere. Momentan sind die LEDs weiß. Und ein bisschen gedimmt. Wenn man sie jetzt noch ein bisschen raufdreht, dann verbraucht er noch ein bisschen mehr Strom. Das hat mich selber sehr überrascht, weil meine Standheizung verbraucht im Betrieb weniger als die LEDs. Das finde ich schon ziemlich enorm. Und deswegen ist so ein Gerät auch sehr interessant, weil dann könnt ihr auch sehen, wenn ihr eure Standheizung zum Beispiel anhabt oder euer Licht, wie lange hält meine Batterie jetzt in dem Zustand stand? 35 Stunden könnte ich jetzt hier so stehen, bis meine Batterie eine gewisse Toleranz erreicht hat. Auch das stellt ihr vorher in dem Setup ein, wie viel Prozent eure Batterie überhaupt entladen werden darf. Jetzt schalte ich die LEDs mal wieder aus. Kleinen Moment. Und er geht wieder auf minus 0,1 Ampere. Sollte jetzt über die Solaranlage eingespeist werden, dann blinkt ein kleines Symbol, steht Charge und ihr könnt auch den Strom begutachten, der eben reinkommt über die Solaranlage. Ja, jetzt sind wir vorne wieder angekommen. 12,9 Volt hat momentan die Bordbatterie. Und ich habe damit jetzt echt lange gewartet, das weiß ich. Aber ich habe irgendwie gedacht, ja, vielleicht funktioniert das so. Allerdings glaube ich, jetzt wo ich es habe, ist das schon ziemlich geil, wenn man autark unterwegs ist. Und das sind wir nun mal im Sommer echt häufig. Aber jetzt noch mal eine kleine Info. Und zwar, falls ihr nicht genug von mir kriegen könnt, dann könnt ihr mal bei dem Kanal Tiger Expert vorbeigucken. Weil da habe ich nämlich den Jupiter auch vorgestellt. Ist quasi ähnlich wie dieser hier, aber damit könnt ihr noch einiges mehr anfangen, also mehr überwachen in eurem Van bzw. in eurem Wohnmobil. Also schaut da gerne nochmal vorbei, falls ihr Interesse habt. Und ansonsten ist wie immer alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das Video, der Artikel und. Also alles unten in der Videobeschreibung. Falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Und ansonsten schreibt gerne eure Fragen unten in die Kommentare. Ich werde euch alles versuchen zu beantworten. Und ansonsten hole ich mir die Information ein und werde euch eine Antwort geben. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also, haut rein!